meine Lieben, ja, so weit entfernt von mir, wenn ich da drüben sitze, wo jetzt die Kamera steht, mein Handy steht, so weit entfernt sind dann meine Klienten von mir, gerade dass sie nicht mit der Wand verwachsen sind, wenn sie denn überhaupt in diese Praxis kommen, in die physische Praxis. Das ist ja eher selten. Jetzt gibt es eine neue Verordnung, das nur vorab, dann komme ich zum eigentlichen Thema dieses Videos. Jetzt gibt es eine neue Verordnung, dass auch niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einmal wöchentlich einen Covid-19-Test machen müssen, und zwar keinen Selbsttest, sondern wirklich in der Apotheke, die ihm dazu berechtigt ist, oder beim Arzt, beim Mediziner. So viel dazu, das Update. Nun aber das vielfach abgefragte Update von euch zu meiner Situation nach der Covid-19-Impfung. Die erste Impfdosis habe ich erhalten, und zwar war das am Dienstag. Ja, als Klinikbedienstete, ich habe mich nicht vorgedrängt. Ganz im Gegenteil, ich wurde aufgefordert, eingeladen, mir wurde nahegelegt, mich impfen zu lassen, aber das ist nicht das Thema dieses Videos. Du hast mich gefragt, so viele von euch, danke für eure lieben Zuschriften, die vielen E-Mails, die ich bekommen habe. Ihr habt euch Sorgen um mich gemacht und ihr habt mir aufbauende Worte, aufmunternde Worte geschrieben, denn ihr habt ja gesehen in dem Real Life aus dem Nähkästchen-Plauder-Video, das ich hochgeladen hatte, ein sehr persönliches Video, habe euch teilhaben lassen an meiner Unsicherheit, Entscheidungsunsicherheit, habe mich dann aber ganz klar für die Impfung entschieden gehabt. Ja, also nach diesem Video haben mir viele von euch geschrieben, ich mache mir Sorgen um dich und du hast so gewirkt wie noch nie, Monika, und deine menschliche Seite, die sei auch sympathisch, aber wie es mir jetzt wohl geht und so weiter und so fort. Also ich wollte euch in keinster Weise verunsichern, ich wollte euch einfach ein menschliches, ein wirklich buchstäblich menschliches Beispiel geben, wie das so ist bei so einer Impfung, ohne da jetzt Werbung für irgendeine Pharmafirma zu machen. Allerdings hat es mich schon gejuckt zu sagen, dass es bei mir eben die bestimmte Impfung war, der bestimmten Pharmafirma, weil die ja medial extrem in Verruf kam. Ich kann dir nur sagen, zunächst merkte ich gar nichts. Das heißt Blödsinn. Zuerst merkte ich ganz viel, denn unmittelbar nach der Impfung hatte ich ganz hohen Blutdruck, obwohl ich normalerweise Blutdruck habe, der im Keller ist. Und nein, bitte wart jetzt noch nicht wegschalten. Es kommt gleich zum wesentlichen Inhalt dieses Videos. Ich will nur die Zuschaueranfragen schnell noch berücksichtigen und beantworten und reagieren drauf, weil ihr so wertschätzend wart. Dann komme ich gleich zum Thema Übertragungsgefühle. Und zwar, ja, Blutdruck, da war ich dann im sogenannten Beobachtungszimmer mit den anderen frisch geimpften Kolleginnen, Kollegen, und da saßen wir bei Wasser und Äpfeln und ich hatte halt einen mega hohen Blutdruck. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so hohen Blutdruck gehabt. Ja, das war multifaktoriell, also da waren viele Faktoren dran beteiligt, auch die Umstände der Impfung, aber darauf möchte ich jetzt hier nicht näher eingehen. Jeder hatte nach bestem Wissen und Gewissen sein Bestes gegeben. Manchmal läuft es halt ein bisschen unglücklich. Egal, das ist hier nicht das Thema. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema der Impfgeschichte. Ja, wie ging es mir dann gut eigentlich? Ich habe gar nichts gemerkt, aber ich wusste von unserer Betriebsärztin, die übrigens nicht geimpft hatte, sondern selbst geimpft wurde an dem Tag, die diesmal nicht geimpft hatte, denn es war ja mehrere Tranchen, dass die mit, sind ja also eine große Klinik, mehrere Tranchen, Mitarbeiter, Impfung, also nicht alle auf einmal. Ja, und die hat eben gesagt, so nach 12 Stunden, und tatsächlich nach 12 Stunden, also mitten in der Nacht, begann es mit megamäßigen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, mir war saukalt, ich war sehr, sehr schwach, total erschöpft, ganz unten auch mein Kreislauf, hatte Fieber gemessen, ja, war auch erhöht, aber jetzt nicht so, dass es beängstigend war. Und ja, und das blieb dann so einen ganzen Tag. Das war eben dann der Mittwoch, da war ich im Bett, musste auch im Krankenstand gehen, ja. Und gestern ging es dann wieder etwas bergauf, fühlte ich mich schon besser, war dieser Schüttelfrost nicht mehr da, habe ich mich schon mehr wieder wie ich gefühlt. Übrigens, ich habe ja diesen Hypnose-Vortrag von mir hochgeladen gestern zum Nachschauen. Und da hat irgendjemand geschrieben, dass das manipulativ von mir wäre, dass ich anderen die Hände verschränke. Also ich mache gerne demnächst noch ein Video über Körpersprache. Dies an der Stelle
Aber nein, das ist nicht manipulativ gemeint. Aber letztendlich ist im besten Sinne des Wortes jedes einzelne YouTube-Video von einem sogenannten Experten, einer Expertin bestmöglich manipulativ gemeint. Nämlich so, dass du dahingehend manipuliert wirst, dass du Impulse daraus ziehst, um dein Leben zum Guten zu ändern. Also das ist dann eine positive Art der Beeinflussung, der Einflussnahme, der, wenn du so willst, positiven Manipulation, ja? Oder Konditionierung. Letztendlich bist es aber du, der sich dahingehend konditionieren lässt, also der sein Verhalten und Denken tatsächlich ändern will, und du allein kannst es auch. So, ja, so war das. Und heute, wie geht es mir heute? Das seht ihr. Und ich würde sagen, durchwachsen. Aber ich bin halt ein Sensibelchen offensichtlich und reagiere halt stark. Es gibt Kolleginnen, die gingen ganz normal zur Arbeit nach der Impfung, hatten null Nebenwirkungen. Ich sage jetzt mal die überwiegende Mehrheit. Ich glaube, ich war die Einzige, die wirklich in Krankenstand musste. Und da waren doch etliche geimpft worden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. So, nun aber genug erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert, meine Lieben. Jetzt mache ich für dich keine Simulation, nein, sondern erkläre dir nochmal die Übertragungsgefühle, denn das ist auch mindestens ebenso oft wie meine Befindlichkeit nach der Impfung angefragt worden. Vielfach, immer wieder. Übertragung, was ist es überhaupt? Du kannst es natürlich googeln und Dr. Google wird dir auch Auskunft geben. Ich sage es dir nochmal auf meine Weise. Übertragung ist das Geschehen zwischen zwei Personen, A und B, die sich zum ersten Mal im Leben begegnen und beieinander Gefühle auslösen. Also Punkt 1, was du Übertragungsgefühle wissen sollst. Du hast sie nicht nur gegenüber deiner Psychotherapeutin, deinem Psychotherapeuten. Nein, das ist ein völliger Blödsinn. Das ist ein Irrtum. Das ist eine Fehlmeldung. Das ist Fail. Übertragung ist in jeder Begegnung mit dabei. Auch jetzt, wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, ist ein Übertragungsphänomen jetzt natürlich nur einseitig, weil ich kann dich ja nicht sehen, ne? Weißt du doch. Ja, ist ein Übertragungsphänomen. Da hast du vielleicht das Gefühl, mich schon zu kennen. Hast du das Gefühl, mich zu mögen oder eben nicht zu mögen. Aber das ist in jedem Fall nicht ausschließlich, nicht 100% nur Übertragung. Aber es ist sehr viel Übertragung. Denn woher soll denn Sympathie und Antipathie kommen? Das ist ja nicht nur geruchsgesteuert oder so. Und das wiederum triggert die Übertragung ja auch. Wenn du so willst, Übertragung ist ein Phänomen, das einfach jeder Begegnung, jeder Beziehung innewohnt. Also, nicht nur bei Psychotherapeuten. Punkt 1, mit dem ich aufräumen möchte. Punkt 2, was noch ein Irrtum ist. Es ist nicht so, dass du entweder eine Übertragungsbeziehung hast oder eine komplett übertragungsfreie Beziehung. Übrigens bedeutet diese Körperhaltung auch nichts, außer dass ich so bequem sitze, ne? Und kann auch Dinge überinterpretieren und überpsychologisieren. Da muss man auch Acht geben. Mache ich auch gerne mal ein Video darüber. Überinterpretation von Körpersprache oder von weiß ich nicht was. Ne? Ich traue mich gar nicht mehr die Raute zu machen, denn dann heißt das, oh my gosh, nein. Ihr wisst schon. Ja, ein weiterer Irrtum, dass es eben 100% Übertragung ist oder gar keine Übertragung. So quasi, liebe ich die Person wichtig? Punkt 3. Ist eine oft gestellte Frage. Wie kann ich rausfinden, ob es jetzt eine echte Liebe ist oder ob es hauptsächlich Übertragung ist? Auch das ist eine falsch gestellte Frage, denn wie ich in Punkt 1 gesagt habe, Übertragung wohnt jeder Beziehung und jeder Begegnung inne, und das ist was völlig Normales und das ist auch nichts, was du irgendwie dann zur Abwertung der Beziehung verwenden solltest. Punkt 4. Also wenn Übertragung bei einer Beziehung dabei ist, und ich habe ja postuliert, dass es jeder Beziehung innewohnt, dann sollte das dich nicht davon abhalten, an diese Beziehung zu glauben. Also es ist nicht so, dass du zu deinen Freunden, schon wieder verschränke ich die Hände, jetzt muss ich selber lachen, dass du zu deinen Freunden eine echte Beziehung, zu deiner Psychotherapeutin nur eine künstliche Übertragungsbeziehung hast. Wie entsteht nun eine Übertragungsbeziehung? Jetzt habe ich in Punkt 1 gesagt, das ist eigentlich bei jeder einzelnen Begegnung mit Sympathie und Antipathie. Ja, aber das ist es natürlich nicht nur. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass das schon alles ist. Punkt 5, den ich für sehr wichtig halte, ist, dass die Übertragung schon noch in ihre Elementarteilchen zerlegt werden kann und so erkannt werden kann. Denn wenn du zum Beispiel am Beispiel deiner Psychotherapeutin, zum Beispiel am Beispiel ist auch gut gesagt, das sind Nachwirkungen der Impfung, ganz bestimmt, wenn du am Beispiel deiner Psychotherapeutin guckst, was das Übertragungsphänomen ausmacht, dann ist das diese exklusive Beziehung, die du zu ihr hast,
dieses exklusive Setting, in dem du ihr begegnest und dieses Herausgelöstsein aus dem Alltag und weil du über höchstpersönliche Inhalte sprichst. Dadurch entsteht so eine innige Beziehung, Bindung, die du dann vielleicht sogar mit Abhängigkeit nicht nur verwechselst, sondern genauso empfindest. Und da kann man jetzt nicht sagen, das ist ja nun eine Übertragungsabhängigkeit, das ist dann trotzdem ein echtes Abhängigkeitsgefühl. Das ist ja nur eine Übertragungsliebe, das ist dann trotzdem eine echte Übertragungsliebe. Das ist ja nur ein Übertragungspakt, den du schließt und deswegen sagst du deiner Psychotherapeutin zu, dass du kein SVV mehr machst oder dass du dies und jenes anders machst. Und trotzdem ist es ein echter Beschluss für dein höchstpersönliches, echtes Leben. Also, dieses bisschen Abwertende, es ist ja nur Übertragung, möchte ich mit diesem Video beginnen zu relativieren und werde sicher noch viele Videos zu diesem Thema machen müssen, sollen, können, dürfen, denn es ist einfach ein unendliches Thema, darum greife ich es auch immer wieder besonders gerne auf, was mich selber so fasziniert, immer von Neuem und ich beginne in meinem Job und in meinem richtigen Leben, mein Job ist mein richtiges Leben, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, hast du das sicher schon bemerkt. Ich begegne da so vielen Menschen und immer ist ein Übertragungsphänomen mit dabei. Das soll heißen, Punkt 6, wie entsteht Übertragung überhaupt? Ist das etwas, was entweder funktioniert oder es kommt eben nicht dazu? Es funktioniert immer. Siehe Punkt 1, also es ist nicht so, dass du sagen kannst, wow, jetzt gehe ich schon so lange zu meiner Therapeutin und es entsteht einfach keine Übertragungsbeziehung. Doch, du merkst es bloß nicht. Es ist Übertragung dabei, vielleicht in einem XXS-Format, das weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle Übertragung dabei. Es kann aber auch sein, dass du sie abwehrst. Wie entsteht jetzt Übertragung und was meine ich damit, wenn ich sage, man kann Übertragung in ihre Elementarteilchen zerlegen. Wenn du einigermaßen reflektiert und erfahren mit dir selbst bist, soll heißen Selbsterfahren, denn Psychotherapie ist nichts anderes als Trockentraining in deiner Selbsterfahrung. Du erfährst etwas über dich. Du erfährst etwas über deine Reaktion, wie du jetzt irgendein Gefühl oder eine Reaktion parat hast auf dieses Video. So geht es dir doch auch in deiner Psychotherapiesitzung. Deine Therapeutin löst ganz viel bei dir aus oder sie löst eben gar nichts bei dir aus, aber das ist ja auch etwas. Dann bist du apathisch, teilnahmslos, fühlst dich nicht gemeint, fühlst dich missverstanden, bist kalt, bist unbeteiligt oder bist Feuer und Flamme und verliebt sogar. Ja, in jedem Fall werden Gefühle oder eben dieses Nichtgefühl, diese innere Leere, die ja auch ein Gefühlszustand ist, streng genommen ausgelöst. Also es passiert ganz viel. Und die Übertragung entsteht genau so, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dass du in exklusivem Rahmen oder Setting einer Person wieder und wieder begegnest und deine höchstpersönlichen, intimsten, dir selbst gar nicht so vertrauten Mysterien, Geheimnisse über dich selbst preisgibst. Das wäre ja eigentlich der Rahmen dafür, dass du wirklich restlos und grenzenlos vertrauen kannst und dieses Vertrauen im Trockentraining übst. Warum? Nicht um enttäuscht zu werden oder um dann die Erfahrung zu machen, dass dein Psychotherapeut auch nicht besser ist als alle anderen, die dich enttäuscht haben in deinem Leben. So im Gegenteil, um eine neue Erfahrung zu machen, dass hier jemand da bleibt, obwohl du schlimme Sachen sagst, dass hier jemand nicht die Flucht ergreift, dich nicht zurückweist, in dieser Beziehung zu dir standhaft und dein Rückhalt bleibt und deine Ansprechpartnerin. So ist das gemeint. Und das macht eben diese exklusive Beziehung möglich. Und Trockentraining ist es, weil du über dich selbst erfährst, aha, da reagiere ich also empfindlich. Das habe ich jetzt falsch verstanden, was die Therapeutin gar nicht so gemeint hat. Da bin ich also vorgeschädigt und so weiter und so fort. Du lernst über dich selber. Du wirst immer vertrauter mit dir selbst durch das Vertrauen zu deiner Therapeutin, die dir hoffentlich im besten Falle ungeschminkt und ungeschnitten und eben ungeschönt Feedback gibt, was du wiederum bei ihr auslöst. Und das ist jetzt das, was ich mit Übertragung und Gegenübertragung bezeichnen will. Das sind die Elementarteilchen des Übertragungsphänomens, wenn du so willst. Ja, jetzt habe ich schon viel gesprochen und ich glaube, es ist viel Theorie verbunden mit praktischen Beispielen. Ich möchte das jetzt erstmal bei dir setzen lassen. Lass du das erstmal setzen und schreib dann gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit dem Übertragungsphänomen gemacht hast. Jo, ob du es positiv oder negativ erlebt hast, denn diese positiven und negativen Gefühle, die man mit dem Übertragungsphänomen verbindet, einmal ist man im Feuer und Flamme, wenn man die Therapeutin idealisiert. Ich beschreibe jetzt nur diese beiden extremen Pole des Übertragungsgeschehens. Man kann auch Geschehen, nicht nur Phänomen sagen, denn es ist ja ein prozesshaftes Geschehen. Es entsteht etwas zwischen dir und der Therapeutin.
Und auf der anderen Seite dieses Abwerten, dieses den Therapeuten nicht mehr ernst nehmen oder auch nur als Menschen erleben, dieses Entfremden, ist eigentlich kein schlechtes Zeichen, kann ich dir sagen. Es ist nicht wünschenswert. Wer will das schon, dass er die Person, die er immer idealisierte, plötzlich entzaubert sieht? Aber es ist auch ein Zeichen deiner Befreiung von dieser eigentlich ja Pseudo-Abhängigkeit. Denn in Wirklichkeit, meine Liebe oder mein Lieber, der du das gerade guckst, hast immer du selber dir geholfen. Und zwischen den Sitzungen war jemand für dich da, nicht die Therapeutin, auch wenn sie erreichbar war für dich. Letztendlich hast du dich gestützt. Du hast dir halt Impulse geben lassen, hast dich im positiven Sinne manipulieren lassen, für dich selber da zu sein, das zu lernen. Und dafür ist die Therapeutin, dein Resonanzkörper ist der Therapeut für dich da. Aber mehr kann er auch nicht tun. Da sein ist das Allerwichtigste in einer Psychotherapie. Und auch überhaupt in jeder Beziehung mit Menschen. Denn oft kann man nicht helfen. Man kann nicht durch Agieren helfen, nicht immer. Dann sollte man sich dennoch nicht entfernen und nicht abwenden, sondern einfach da sein, die Gefühle aushalten, gemeinsam teilen, aber auch Grenzen ziehen, wenn es zu viel wird. Das gehört zur Selbstachtsamkeit, zur Selbstfürsorge. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video ein bisschen mehr Klarheit über das so komplexe Thema Übertragung, Gegenübertragung gegeben habe. Wie gesagt, freue mich über dein kostenloses Abo. Tschüss und bis gleich. Und morgen gibt es das Let's Eat, wenn ich es schaffe. Tschüss, bis gleich.